Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Cataclyst 42 von Bülker Plus. Cataclyst heißt eigentlich Katalysator, also auf Englisch. In Bezug auf die Wortherkunft bedeutet es aber auch etwas in eine favorisierte Richtung zu lenken. Das macht bei diesem Messer Sinn. Darauf komme ich dann gegen Ende des Videos nochmal zu sprechen. Die 42 im Namen weist auf den Paragraphen 42a hin. Wir haben hier einen innovativen Slipjoint-Mechanismus, bei dem sich Bülker einiges einfallen ließ. Also die Überlegung dahinter ist einfach nur clever und lässt Raum für weitere Ideen. In diesem Konzept steckt viel Potenzial und das ist jetzt nicht nur auf den Paragraphen 42a bezogen. Auch darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen. Ihr seht, ich habe das Messer hier auseinandergebaut. Ich werde jetzt ein paar Bilder vom Innenleben des Messers machen und es wieder zusammenbauen. Danach geht es dann direkt los. Und zwar direkt mit der Klinge. Die Klingenlänge beträgt hier 76 mm. Effektiv sind das immer noch 73 mm. Mit 3,8 mm Klingenbreite ist die Klinge hier sehr stabil ausgeführt, auch bis zur Spitze hin. Der Klingenrücken ist über die ganze Länge abgerundet und etwa ein Drittel der Klinge ist hier mit einem angenehm ausgeführten Chimping versehen. Die Klingenform würde ich als Normalform mit einem Hauch von Clip-On bezeichnen. Wir haben hier eine langgezogene Hohlkehle. Die Klingenhöhe beträgt 17 mm. Dieser Flachschliff wurde zu etwa zwei Drittel hochgezogen. Das ist eine satinierte Klinge. Auf der einen Seite sieht man das Bülker-Logo mit der fortlaufenden Seriennummer und auf der anderen Seite die Stahlangabe. Das ist hier der bewährte 440C-Stahl mit etwa 57 bis 58 HRC. Hier noch der Flipper-Tab. Der wurde ebenfalls mit einem kleinen Chimping versehen. Übrigens ist der Flipper-Tab die einzige Methode, wie man das Messer vernünftig geöffnet bekommt. Im Fazit sage ich auch nochmal was zum Flipper-Tab. Die Klinge läuft sauber auf Kugellagern, die in einer angepassten Aussparung rund um die Klingenachse leicht vertieft sitzen. Man sieht hier einen Internal Stop-Pin, der ist beidseitig angebracht und läuft in einer ebenfalls beidseitig angebrachten Vertiefung innerhalb der Griffschalen. Ja, das ist alles wirklich sehr, sehr sauber gearbeitet, da kann man gar nichts sagen. Kommen wir gleich zum 97 mm langen, etwa 13 mm breiten Griff. Der besteht linksseitig aus feingeriffelten G10, rechts aus Stahl. Innerhalb der Griffschale befindet sich zur Gewichtsreduzierung eine Aussparung. Das Gesamtgewicht liegt hier bei etwa 80 Gramm. Ich finde, angesichts des Aufbaus geht das hier in Ordnung. Das Messer verfügt über einen Deep Carry Clip. Ja, Trageposition ist tipp ab rechts. Der Clip ist leider nicht ummontierbar. Ja, dafür ist die Spannung wirklich gut und was mir sehr, sehr gut gefällt, die Schrauben wurden versenkt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Thema Schrauben. Das ganze Messer ist mit 6er Torx verschraubt. Auch diese Achsschraube hört sich erstmal ganz gut an, aber man braucht letztendlich trotzdem 2 Torx, weil man hier manche Schrauben kontern muss. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Die Handlage ist gut. Diese Griffschalen sind hier überall angefasst. Alles wurde schon abgerundet. Griffvolumen liegt hier im vorderen Bereich bei etwa 60 mm, hier hinten sind es etwa 63 mm. Dann ist hier noch ein G10 Spacer, der auch ein Chimping hat. Und wir haben ein ganz kleines Lanyard-Loch mit etwa 3 mm Innendurchmesser. Dieser Flipper-Tab stört die Handlage nur wenig. Der Zeigefinger legt sich hier schön drüber. Ja, also an dem Messer gibt es wenig auszusetzen, ein Fazit zum Cataclyst gibt es dann aber am Ende. So, nun aber endlich zu diesem Slipjoint-Mechanismus. Bülker nennt dieses Konzept erstmal ganz nüchtern Messer mit Kugelhalterung und Bülker hat für dieses System vom Bundeskriminalamt einen Feststellungsbescheid für die waffenrechtliche Einstufung erstellen lassen. Hier mal ein Zitat von der Bülker-Website, findet man übrigens auch im Katalog. Die verbaute Kugelhalterung der Klinge, die bereits bei leichtem Fingerdruck auf den Klingenrücken löst, erfüllt die Kriterien einer manuellen Sperrvorrichtung nicht. Zitat Ende. Ja, das heißt im Klartext, das Cataclyst 42 und alle Messer, die diesen Mechanismus aufweisen, sind in Deutschland legal zu führen. Den Feststellungsbescheid Z524 verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das ist wirklich ein genialer Zug von Bülker, das kann man nicht anders sagen. Kurz zum Aufbau. Letztendlich greift hier auf dieser Seite, die erstmal einen Framelock vermuten lässt, ein Detent Ball, die Klinge, sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand. Das funktioniert über diese zwei kleinen Löcher in der Klinge, nah an der Achse. Dort rastet der Detent Ball ein, sozusagen
Ist das ein Single Detent oder ein Slipframe, wenn man das so sagen möchte? Aus so einem Aufbau ergeben sich für einen Hersteller natürlich Vorteile in der Fertigung. Man kann hier Framelock-Modelle und Slipshot-Modelle in Plattformbauweise produzieren. Das spart für den Hersteller Kosten, macht ihn relativ flexibel. Und wir als Konsumenten haben ja auch einen Vorteil. Das heißt, wir können hier frei wählen. Wir können von einem Modell, das uns gefällt, entweder eine Framelock oder eine Slipshot-Variante auswählen. Ja, das hat Böker natürlich auch umgesetzt. Vom Cataclyst gibt es auch eine Framelock-Variante. Ich zeige euch mal das ganz kurz an einem anderen Modell. Letztendlich ist beim Cataclyst hier die Klingenwurzel etwas verlängert worden, damit dieser Slipjoint oder dieser Single Detent greift. Und das gleiche Modell gibt es hier auch mit kürzerer Klingenwurzel. Das greift dann hier wie bei diesem Modell. Ja, ist natürlich wirklich eine sehr kluge Lösung, kann man nicht anders sagen. Wie anfangs erwähnt, wird hier beim Cataclyst etwas in die favorisierte Richtung gelenkt. Ja, in diesem Fall hat man als Käufer innerhalb einer Modellvariante die Wahl zwischen einem Framelock oder einem Slipshot-Folder. Finde ich ziemlich gut. Ich habe hier mal mein Tenacious zerlegt. Man kann diesen Gedanken nämlich noch weiterspinnen. Neben einem Framelock wäre dieses System auch bei einem Linerlock umsetzbar. Und sowohl beim Framelock als auch beim Linerlock könnte man das Konzept erweitern und statt den Bereich um die Klingenwurzel zu verändern, einfach verschiedene Längen des Frame oder Linerlocks anbieten. Gut, beim Framelock wäre das mit einem Mehraufwand verbunden, aber bei einem Linerlock wäre das leicht und günstig umsetzbar. Das sind ja meist nur so dünne 1-2 mm Platinen, also die kosten wirklich nicht viel in der Produktion. Das würde bedeuten, dass die Klinge hier im Bereich der Wurzel von vornherein etwas länger wäre, damit der Detentpol greifen kann und zudem bereits ab Werk auf das Frame- oder Linerlock-System angepasst. Das heißt, hier dann halt vielleicht ein bisschen angeschrägt. Ja, dann könnte der Hersteller gegen einen ganz geringen Aufpreis noch einen etwas längeren Liner oder Frame dazulegen. Und der Konsument könnte sich dann selbst aussuchen, ob er mit geringem Aufwand ein Messer mit oder ohne Verriegelung zusammenstellt. Das ist jetzt so meine Idee. Vielleicht verrenne ich mich da gerade ein bisschen, aber in meiner eigenen kleinen Welt klingt das wirklich, ja, ganz nett. Meiner Ansicht nach könnte man so eine Idee als Hersteller bei einigen Modellen testhalber durchaus in Betracht ziehen. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr davon haltet. Also, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, aber ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Gut, dann ist jetzt Zeit fürs Fazit. Mein Fazit zum Cataclyst 42 von Böker Plus. Die Verarbeitung ist für ein Messer im Budgetbereich sehr, sehr ordentlich. Optik, Haptik und Materialien sind stimmig. Für rund 40 Euro kann man sich hier nicht beklagen. Die Framelock-Variante kostet dann um die 45 Euro. Das geht auch in Ordnung. Mir hätte hier eine Klingenbreite von etwa 3 mm oder vielleicht sogar ein bisschen weniger gereicht. 3,8 finde ich jetzt ein bisschen viel. Das Chimping hätte ich auch weggelassen, aber das sind beides sehr subjektive Punkte. Es gibt bestimmt ganz viele da draußen, denen das Messer genau so gefällt. Anfangs habe ich noch erwähnt, dass ich noch was zum Flipper-Tab sagen möchte. Hier ist ein kleines Loch. Hier könnte man jetzt beispielsweise eine passende Schraube oder einen Pin durchführen. Dann kann diese Klinge hier nicht mehr einklappen. Das mal so nebenbei bemerkt. Zum Lieferumfang. Wir haben hier den üblichen schwarzen Bökerkarton mit Magnetverschluss. Mir kommt so vor, als wäre das hier so ein bisschen kleiner geworden in den letzten Jahren. Finde ich ganz gut. Früher waren das sehr große Kartons und es war wenig drin. Hier ist noch ein bisschen Paperwork. Und dann noch so ein kleines Axt-Tool, 6er und 8er Torx. Wie erwähnt, benötigt man bei diesem Messer, um es zu zerlegen, 2 6er Torx. Kleine Warnung, Böker hat hier teilweise mit Loctite nicht gespart. Nur mal so. Dann zum Fazit, zum Konzept dieses Messers mit Kugelhalterung. Für mich wirklich sehr positiv. Dieser Single Detent oder Slipframe oder wie auch immer man das nennen möchte, ist echt eine clevere Idee. Ja, da steckt Potenzial drin. Ich hoffe wirklich, dass sich da in Zukunft was tut, dass sich das durchsetzt. Man benötigt nur eine längere Klingenwurzel, diesen Detent Ball und schon ist man dank des BKA-Feststellungsbescheids als Hersteller und als Konsument auf der sicheren Seite.
Für mich hat Böker hier wirklich ein spannendes Konzept auf den Markt gebracht. Und wie erwähnt, man könnte diese Idee von Böker noch weiterspinnen. Ja, zum Beispiel mit Lerner-Log-Modellen. Da würde mir jetzt einiges an Messern einfallen, die ich gerne als Lipjoint sehen würde. Ja, das würde funktionieren. Also einfach mal schauen, was passiert, was die Zukunft so bringt. Gut, das wollte ich euch mal zeigen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.